Oh, den letzten Rest hätten wir ja auch mitnehmen können. Na gut, dann wie dem auch sei. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Jo, was ist da in der letzten Folge passiert? Einfach mal ganz kurz. 20, ja, falsche Freunde quasi. Die Kohle geschnappt. Von dem Banküberfall. Wo wir dann noch abgehauen sind von den Cops und so in der letzten Folge. So, der nächste Aufgabe heißt es, ich muss es aber tun. Steig in Donovans Auto. Das tun wir doch mal. Losgehen. Von meiner Seite auch raus. Von meiner Seite aus. Auch so ist es richtig. Da kommen wieder Cops. Haben wir da schon letzte Folge ein bisschen Erfahrung gemacht. Der Padre scheint nicht sehr begeistert von dem Plan zu sein. So, dann fahren wir mal zu Sammys Bar. Ich muss nichts von dieser katholischen Schuld auf mich laden, von der ich dauernd höre. Wer weiß von jedem krummen Ding, das ich hier gedreht habe. Und hat mich nie verpfiffen. Wenn ich sage, dass wir dem trauen können, dann ist das so. Klingt vernünftig. Willst du mir sagen, was wir hier tatsächlich machen? Wir werden Marcano und seine ganzen Arschlöcher töten. Schwachsinn. Wenn das alles wäre, würdest du dir eine XM21 schnappen, dir Farbe ins Gesicht schmieren und alle wären vor dem Abendessen tot. Und du bräuchtest sicher keine Einsatzzentrale und den ganzen anderen Scheiß, den ich organisieren soll. Du passt ein bisschen auf, weil wir keinen Bock haben auf noch mehr Cops. Wenn die uns erkennen, könnte das ein bisschen Ärger geben. Ich hab's abgelehnt. Du glaubst, was passiert, das war deine Schuld. Schwierig ist anders zu sehen. Was hast du denn gedacht, was Sal tut? Eine kleine Party für Sammy schmeißen, ihm vielleicht eine goldene Uhr schenken und eine Medaille mit Glückwünschen zum Renteneintritt? Wir wissen beide, es gibt nur einen Weg raus aus ja, diesem ja, ich Polizeirevier, deswegen sind sie viele. Oh, ja, ich das war jetzt keine Absicht. Ups. Augen auf dem Straßenverkehr, liebe Leute. Nicht nur im Spiel. Wenn ich fertig bin, gehört mir die ganze verdammte Stadt. Das ist genau das, was ich hören wollte. Vorausgesetzt, dass dir das alles nicht zu viel ist. Warum sollte das zu viel sein? Ach, keine Ahnung, vielleicht, weil man dir in den Kopf geschossen hat? Ich bin vielleicht kurz aus dem Trip gekommen, aber das wird wieder. Ist immer so. Da hast du allerdings verdammt recht. Noch was. Ist keine große Überraschung, aber die meisten Cops hier hat Sal in der Tasche. Ja, hab mir das schon gedacht. Bin nur vorsichtig. Wenn die Cops sehen, dass du dich mit Sals Gorillas zoffst, hast du sie am Hals. So, viel Klimm. Dann gehen wir mal da durch. 600 Meter haben wir noch. So. Da sind wir schon. Warte. Kann ich noch mitnehmen? Nein, Mann. Alles gut. Ich bin im Motel. Komm vorbei, wenn du fertig bist. Betritt das Sammys Bar. So, einmal kurz rein. Ach, das ist die, die abgefackelt wurde eben. Beziehungsweise nicht eben, sondern in der letzten Folge. Also für mich eben. Vor euch die letzte Folge. So. Flashbacks? Ja, scheinbar. Willkommen daheim, mein Junge. Okay, wer säuft sich jetzt alles die Hunde voll? Ja, aber extreme Flashbacks. Seine Karre ist der Hammer. Ich bin nicht der Chef im Hollow. Was für eine Psychokacke. Hole deine Sachen. Unten oder was?
Ja, sowas, was geschehen ist, kann auch durchaus mal, ja, Albträume oder vielleicht diese Flashbacks auslösen. Die Frage ist, ob wir jetzt durchweg damit kämpfen müssen. Oder ob das jetzt nur einfach wegen dieser Folge war. Oder dieser Mission. Kampffässer. Besonders ein Kampffässer, um Gegner mit einer tödlichen Überwältigung auszuschalten. Alternativ kannst du im Optionmenü in das Spiel auch nicht tödliche Überwältigungen auswählen. So. Was nehmen wir dann mit? Ja, achso. Versteck. Draußen im Kampf wird. Okay. Draußen im Kampf wird alles Geld, was du erbeutest in deiner Rüstungsschau hat. Wenn du im Gefecht umkommst, verlierst du einen Durstwert davon, also Bunkersliga lieber im Safe. Benutze das Safe in Sams Keller, um das Grabbagger zu bunkern, das du in deiner Brieftasche gesammelt hast. Gut, dann machen wir das doch. So. Besprich den Donovan mögliche Verbündete. Na, Outfits verfügbar. Du hast neue Outfits freigeschaltet. Wechsel dein Outfit mit Hilfe des Kleiderschranks in deinem Unterschlupf. Ist das hier das von dort? Oder. Ich guck mal gerade, ob wir da was Gutes haben. Action macht dich bereit zu nahe. Oh, nur mal das hier. Ich bin das. Das steht im Code. Bin gerade mit diesem. Ja, muskulösen Oberkörper. Gut, dann sollen wir jetzt weitermachen. Sorry. Okay, ich dachte da. Alter. Gut. Vargas Gemälde. 1 von 4. Also müssen wir welche Gemälde suchen. Gut, auch explizit werde ich nicht nach diesen Gemälden suchen. Das wäre wahrscheinlich zu voll. Erster Linie möchte ich ein bisschen Story spielen. So. Dann machen wir die Tür auf. Boah, Alter. Das ist nicht ohne gewesen, wenn wir. Wir haben ja. Achso, das ist hier unser Auto. Ziele, sichere Zufluchtsorte. Sichere Zufluchtsorte sind Plätze in New Bordeaux, an denen du dich mit Verbündeten und Geschäftspartnern treffen kannst. Du kannst Zufluchtsorte nicht betreten, solange du kämpfst oder von der Polizei verfolgt wirst. Okay. Schade. Das ist die Idee gewesen, um. Ja. Vielleicht auch mal vor den Kopf zu fliehen. Gut, was müssen wir als nächstes machen? Genau, das ist der Plan, Padre. So heißt die nächste Mission. Dann sollen wir da vorne parken. Ich fahre schon nicht weiter. Ich parke nur hier. Da guckt einer sehr laut Fernsehen. Glaube ich zumindest. Bei der Radio hören oder so. Entschuldigung. Haben die was mit Toiletten zu tun? Ich bin mal gespannt, wie uns oder wohin uns diese Geschichte noch führen möchte. Wird. Ja, möchte auch. Durchaus richtig. So. Alter, viele, viele Missionen. Warte auf die Haitianer. Warte doch auf die.
Wo soll ich auf die warten? Scheint so, als würden wir so beziehungsweise auf den Weg gebracht. Das ist ganz gut, wir wissen ja nicht, wie es war. Aber vielleicht so als Endgegner oder als Impost, wie auch immer. Die Leute, die das angerichtet haben, ja, bestrafen. Wie auch immer, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie der Weg dieses Let's Play sein wird oder wie sie dieses Spiel. Es ist das erste Mal, dass ich einen Mafia-Teil spiele. Ich bin mega gespannt, liebe Leute. So. Dann machen wir das doch. Ich weiß wirklich nicht, was. Ich weiß auch nicht, was. Sie fliegen James Earl Ray diese Woche zurück. Kaum zu fassen, dass wir glauben sollen, dass nur ein Mann Dr. King erledigt hat. Ist zu einfach. Zu glatt. Genau das macht mir Sorgen. Sagen wir, er hat Dr. King erschossen. Nur er und niemand sonst. Und wenn es wirklich so leicht ist, einen großen Mann wie Dr. King, Präsident Kennedy oder Bruder Malcolm niederzustrecken, dann wird sich in diesem Land nie was ändern. Du kämpfst und schwitzt. Und jemand kann dir alles wieder wegnehmen. Einfach so. Schaff es hinein. Hey, braune Zuckermaus. Siehst heute besonders süß aus. Okay, Informanten. Informanten betreiben die illegalen Geschäfte in ganz New Bordeaux. Finde und verhöre sie, um Informationen über Ziele zu erhalten, die zu bestimmten Geschäften gehören. Nun, den haitianischen Informanten zu befragen, soll ihr durch Kampf oder Schwäche nicht an ihn heran, um das Verhör zu beginnen. Werden sie Stück für fucking Stück auseinandernehmen. Wenn das nicht. Falls jemand Lust hat, gibt es eine Meldung über einen bewaffneten farbigen Apollo. Ich hab mich festgenagelt! So, Kollege. So. Keiner will die Rednecks im Hau. Bring mich zu deinem Boss, dann machen wir das klar. Fuck! Merde! Geh zum Voodoo-Laden. Da findest du den Boss. Tut mir leid, wegen der Kopfschmerzen. Hänge die Polizei ab. Ich muss wirklich. Nein! Nein! Oh Mann! Anstatt dass der einfach in das Auto steigt. Nö, ich muss oben drauf klettern. Verdammt! 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 Und ich hätte wieder. Ich wollte eigentlich Step by Step mir. Das war nicht der Plan an der Sache. Das war nicht so ganz der Plan an der Sache. Naja, passiert. Oh, das ist schön, dass wir direkt rausgespawnt sind ohne die Cops. Das ist immer gut. So. Geht zum Pierced Heart Voodoo-Laden. Dann machen wir das doch. Als Senderwechsel brauchen wir links nicht. Weil wir ja tatsächlich extra bewusst die Musik ausgestellt haben. Um halt auch. Damit ich euch mit einem Gequatsche nerven kann. So. Tut mir leid. Boah, Alter, das Ding hat ja richtig Power auf. Ja, Klappe. Finde einen Weg hinein. Wo bist du denn hin? Also klar, in den Laden, aber. Ist er hier? Wir parken hier. Offen, oder? Ja.
Durchsuche das Pierced Heart. Am besten räumt man erstmal alles aus. Das heißt, wir machen hier nicht auf. Warum ist denn oben also? Gut, 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 gut. Dann gucken wir uns mal. Gibt es irgendwo eine Treppe rauf? Ja, gibt es natürlich. Warte. Okay, das ist einfach. Das kriege ich auf die Reihe. Moin. Ja. Gute Liste, um Backer zu kriegen. Oh ja. Danke für die Hilfe. Gut. Wiederhalten abgeschlossen. Sehr gut. So, was haben wir hier? Achso, ist das Munition und Munition. Verbündete, ich kann es auch noch Anwerbung, hast du Zugang zu ihren Verbündeten bekommen, den Waffenhändler. Höhere Einnahmen für deine Unterboste ermöglichen und Zugang zu ihren Verbündeten und Verbesserung ihrer Dienste. Dienste? So, so. Dein Waffenhändler an einem mobilen Laden mit Waffen und Ausrüstung. Du kannst jetzt die zukünftigen Verbesserungen und Gegenstände für den Waffenhändler in der Übersichtliste unter Verbündete und Verbesserung ansehen. Annäherungsminen. Bei Waffenhändler sind jetzt Annäherungsminen verfügbar. Gelegte Annäherungsminen detonieren, sobald sich ein Mensch oder ein Auto nähert. Annäherungsminen legen, R1 gedrückt halten und dann zu werfen. Loslassen. Ich weiß, dass du auf Lager hast. Jackie, verdammte Scheiße, was machst du denn hier? Wieso fährst du mit dem Laster rum? Was ist mit deinem Laden? Ich
Die Regierung hat meinen Laden dicht gemacht. Sie wollen nicht, dass Neger Waffen kaufen. Sie haben wohl Angst, dass wir anfangen, den Weißbroten das Hirn rauszupusten. Diese Motherfucker. Für wem sagst du das? Melde dich, wenn du etwas siehst. So. Schrotteln bin ich kein Fan von. Manche Waffen. Wie viel Kohle haben wir denn überhaupt auf der Hand? Sehe ich das gerade irgendwo? Oder sich da. Ne, Dollar Null, okay. Wir können eh keine Waffen kaufen. Dazu müssen wir erstmal Geld sammeln. Gut, rede mit der Stimme. Ja, womit soll ich denn sonst reden? So. So, wie soll mit der Stimme also reden? Das ist okay. Mal gucken, was damit wann ist. Mal anders. Nehmen wir die Mühle da. Fahren wir da wieder dort rein. Und da sollen wir parken. So. Der scheint ja wohl. Der oder die, wie auch immer. Scheint in der Garage zu sein. Das kriegen wir, da kommen wir nicht rein. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir den Hintereingang finden. Spontan würde ich sagen, diese Tür. Lincoln, du bist ein erfreulicher Anblick. Hauptsache, tritt einfach mal seine Bude und tritt erstmal den Stuhl weg. Das ist erstmal wichtig. So. Ist lange her. Du arbeitest jetzt für die Haitianer? Entweder das oder du beugst dich diesen beschissenen Cajun-Ärschen. Und du weißt ja, mit Beugen hatte ich's noch nie so. Das kann man wohl so sagen. Cassandra hat angerufen. Sie sagt, du kümmerst dich um Perlers Laden. So ein Arsch namens Merl schmeißt die Bude. Hat sie in einen Puff verwandelt. Lässt weiße Typen rein und die dürfen dann mit unseren jungen Schwestern treiben, was sie wollen. Wie komme ich an ihn ran? Erstmal gar nicht. Die meisten von diesen Dixie-Wichsern versuchen abzutauchen, damit ihnen keiner eine Kugel in den Arsch verpasst. Wenn ich ihm auf den Sack gehe, wird er schon aus seinem Loch kriechen. Hab eine Idee, wie wir seine Aufmerksamkeit kriegen. Er hält ein paar Mädels unter Verschluss im Obergeschoss von Perlers Laden. Nennt sie seine Vollblutpferdchen. Hat sie alle zugedröhnt mit irgendeiner Scheiße. Macht eine Menge Geld mit ihnen. Geh leise rein. Hol sie da raus. Das mache ich. Bis dann. Hey, tut mir leid, die Sache mit Sammy und Alice. Das waren gute Männer. Waren immer anständig zu mir. Gut, dann wissen wir, was wir jetzt als nächstes zu tun haben. Und zwar das Thema Prostitution. Geschäfte ruinieren. Jedes Geschäft ist verwundbar. Sorge dafür, dass es keinen Profit abwirft. Und der Boss muss kommen, um sich dann von dir, den von dir angerichteten Schaden zu kümmern. Locke Merle aus seinem Loch. Merle, ja, wie auch immer. Ebenso eine Prostitution im Hollow Schades. Das erste, was du dazu tun solltest, ist die Mädchen befreien, die er in Dusets Strip Club gefangen hält. Gut, das heißt, wir müssen da hinten irgendwo lang. Kann der schwimmen? Oder müssen wir, machen wir das mit dem Boot? So. Na komm, wir machen das. Wir gehen mit dem Boot rüber. So. Dann nehmen wir uns das Auto hier. Oh nein. Und zeigen Sie unbeteiligt, die zum nächsten Telefon oder Kopf rein, wenn Sie dich bei der Verbrechung beobachten. Ich würde sagen, aus Unlese gleich umzubringen, ohne dass sich weitere Zeugen oder Lagerpolizisten sehen. Wo? Du bist das. Komm, 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 komm. Wie wär's, wenn du einfach jetzt mal gerade stehen bleibst, Kollege? Gedacht. War was? Aber kurz der Alte umgebracht. Okay, man sollte sie nicht einfach umbringen, aber ich wollte sagen, ich hätte sie jetzt mal loswerden. So, das war doch ein würdiger Abschluss für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3 und dann schauen wir mal, ob wir die Mädels da befreien bekommen, ne? Bis dann. Tschüss.